Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Impied. So, heute gucken wir uns den Thunderbolt an. Ich habe da zwei Gefechte vorbereitet. Ein AB-Gefecht, damit man sehen kann, wie er sich im AB verhält. Und ein RB-Gefecht, damit ihr dann auch ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ding denn wohl im RB drauf ist. Der Thunderbolt ist im Übrigen neu, Tier 3, Battle Rating 5.0 aktuell noch und hat gekostet knapp 3000 Golden Eagles. Macht relativ viel Spaß und ist auch eine richtig nette Kiste. Vor allen Dingen dadurch, dass er hier vorne so extremst angeschrägt ist, kann er ziemlich gut wegstecken. Ich will euch das einmal ganz kurz zeigen. Er hat zwar nur 50 mm Frontpanzerung, aber durch diesen extremen Neigungswinkel haben wir jetzt hier in dem Fall, ich halte ihn mal so, als wenn wir auf Augenhöhe sind mit ihm, haben wir schon über 100 mm. Also fast wie ein Tiger haben wir da vorne Panzerung. Das heißt also, da kann man sich schon die Zähne dran ausbeißen. Wer da Probleme hat, den zu knacken, der schießt hier auf diese Luke. Die hat dann nur 50 mm. Das ist seine Schwachstelle. So viel zu der Fahrzeuganalyse. Von der Seite und von hinten ist er natürlich wie alle Briten verletzlich. Ich möchte euch jetzt gleich einmal ein AB-Gefecht zeigen. Das war das allererste Gefecht, das ich mit ihm hier gefahren bin. Da lief es noch einigermaßen gut. Und dann kommen wir in ein RB-Gefecht, wo ihr dann auch sehen könnt, wie es im Moment bei uns im RB läuft. Und weil ich deswegen im Moment so ein klitzekleines Problem habe, möchte ich ganz gerne, dass ihr euch nach dem zweiten Match noch einmal ganz kurz mein Gequatsche anhört, denn ich möchte euch etwas zu den zukünftigen YouTube-Videos an dieser Stelle noch sagen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Ich brauche noch keine Eagles auf dem Konto. Wir haben ja den Monat mal wieder 20.000 rüber buchen. Mein Chef will einfach keine Golden Eagles einzahlen. Ich hatte noch ganz viele Golden Eagles. Gar nichts, sonst hätte ich nämlich schon gekauft. Ich glaube mittlerweile wirklich, Gaijin macht das ganz geschickt. Natürlich. Weil die machen das so nach der Statistik, die sehen ja, wer was kauft und so. Und ich glaube, da gibt es viele, die einfach alles kaufen. Zeitlang ist der Black Prince richtig gut, kaufen das. Dann kommt der nächste, dann ist der richtig gut und dann kaufen die Leute, wo auch schon Black Prince haben, den. Und ich glaube, die, wo nie was kaufen, die kaufen eigentlich auch so gut wie nie was. Also, weißt du, wie ich meine? Sie immer einen Premium-Panzer neu haben, wo wirklich ein bisschen overpowered ist. Wisst ihr, was overpowered ist, wie der Komet hier fährt? Gar nicht normal, wie eine Rakete. Ja. Mal gucken, fährt er hier rückwärts schneller? Ne, rückwärts hat er trotzdem bloß 3 km/h. Rückwärts ist schrecklich. Aber das kennt man ja vom Porsche Tiger. Oh je, da schießen schon von vorn. Radeberger, die fahren aber nicht schneller hier, die ziehen nur schneller an. Ja, ja. Aber wendiger Sensor. Ja. Nee, da ist schon einer um die Ecke. Nee, Straße ist momentan frei. Ah, da ist einer, da kommt einer. KV 85. KV 85 da vorne. Ja. Gebremst. Oh, M18 seitlich. Komm. Hochinteressant, bei mir wird die ganze Front von dem Hint. Rot angezeigt. Eine Sekunde hätte ich grün angezeigt. Und shit. Oh, ein Bruchteil von einer Sekunde, bis ich schießen hätte. Ich tue dem einfach nichts, ne? Na gut. Ja, da. Er brennt. Komme ich im Firefly. Soll ich Artillerie auf A setzen? Jupp. Boah, alter Schwede, mich hat's erwischt. Die Artillerie hat mich erwischt. Ja, ich habe auf A ein Stück hinten dran. Das
das sein, dass die Anzeige hier mit dem grünen Kreuz überhaupt nicht hinhalt? Da wird mir der ganze Körper 85 vor mir grün angezeigt. Kommt ja, das heißt raus. Eigentlich nur, dass man da durchkommen kann, aber wegen Abprallwahrscheinlichkeiten nicht, meine ich. Also Abprallwahrscheinlichkeit ist, glaube ich, dann nicht mit eingerechnet. Boah, jetzt hat mich eine Bodenwelle gerettet. So wie ich in die Bodenwelle rein bin, kam eine Kugel über mich drüber geflogen. Oder war es doch ein Maulwurfhügel? Könnte sein. Eine Su-85M. Rechts vorne von der Stadt. Aber was machst du? Deine Puppe? Hast du eine Flasche schon leer getrunken? Will man nochmal voll machen? Ich? Will ich nochmal mit dir ins Bett gehen? Ja, die Su-85 ist tot. Was denn jetzt? Ich komm nicht auf den Cap. Boah, was ist das für ein Scheiß? Jetzt blieb mein Panzer einfach hängen. Das ist ja fies. Ihr Leck oder so. Ah, wieder da, gerade überfordert gewesen. Hört ihr mich ja, oder? Ja. Ah, gut. Oh, schön, ich habe einen P50 der Kette gezogen und fahr einfach weiter. Neben mir steht ein Calliope. Ich bin gerade voll erschrocken. Meine Tochter stand. Wo hab ich denn jetzt eine gekriegt? Eine Marius, Tochter. Erzähl gleich mal, wir machen gerade ein Video. Ich glaube, das geht den Rest der Welt nichts an. Ja. Oh, KV1 von mir. Treffer. Was war das? M10 da hinten von der Seite. Scheiße, nicht drauf geachtet. Lecker mich am Arsch. Der KV1. Dog Avenger. Der Thunderbolt gefällt mir gut. Im Arcade ist er noch komischer. Komischer im Sinne von besser? Ja, so wendig, spritzig.
probiere jetzt nochmal den Avenger. Ich bin mit dem vorher gar nicht klar gekommen irgendwie. Fahrwerk einfahren, blickt hier die ganze Zeit über meinem Panzer auf. Was? Fahrwerk einfahren? Fahrwerk einfahren, ja. Warte, ich fahre die Ketten eben ein. Sekunde. Ich mach das. Wird hier nicht. Und der Platz wieder nicht. Auf den habe ich jetzt dreimal geballert oder dich. Ach, da war eine abgefackelte Flak zwischen, okay. Ah, ich hab jetzt auch drei Schüsse für den gebraucht. Aber ich weiß jetzt zumindest, warum ich den nicht getroffen habe. Du siehst vorne an der Hauptstraße entlang, oder? Ja. Ja. Kann ich nämlich hier mal ein bisschen stehen bleiben, gucken, ob da einer um die Ecke kommt. Der komische Avenger. Krieg Artillerie. Weißt du, warum die Leute sich über den T-34 beschweren? Der ist im Arcade schwerer zu knacken als im RB. Ich knacke überhaupt keinen Panzer. Immer schön in den Turm rein, juhu. Meine Flak macht das nicht. Ach so, ja gut. Alles klar, das verstehe ich. Die Britenflak ist da ein bisschen blöd. Ja. Du verstehst aber eigentlich nicht, weil 20 mm sind trotzdem ganz schön, ne? Das liegt an der Munition, die die verwenden. Aber man muss doch wenigstens der Rohr kaputt schießen können. Nicht. Also wenn ich einen T-54 eine kriege im Moment, platze ich immer. Mit Deutschen finde ich es irgendwie einfacher. Wenn du nur auf den Tropf hältst, kriegst du auch schon Punkte. Ja, auf alle Fälle. Mein Gott, wir sind nicht mehr so gut wie früher im AB. Das erste Match seit Wochen, seit Tagen, meine ich. So wenig Forschungspunkte hatte ich ja schon lange nicht mehr. Könnte daran liegen, dass ich jetzt einfach immer nur weggeschossen wurde. Norden oder Süden? Hier in dem Fall Süden. Der Strand ist zu offen.
Das ist so verwiegelt. Na mal gucken, was die MK8 Munition kann. Mehr als die SV MK1. Wieso? Ja. Ah, wieder da. Wo einsteigen? Norden? Nee, Süden. Norden, aber ich arbeite mich an den Rand des Strandes runter. Okay. Und da bleibe ich dann stehen und warte, dass die kommen. Mal, dass ich von hier oben hochmache. Achso. Ja. Meine Match platzen sie alle gerade wieder von T-34 auseinander. Ich glaube, ich fahre danach auch eine Runde Russen. Oh, da schießt schon irgendwas. Und ich bin direkt am Turm abgeprallt. Das ist wieder sowas von... Und da geht es wieder los. Jo, und da kriegt mich eine Su 152 über die halbe Karte. Lächerlich. Schönes Ding. Marius. Ja. Porsche, die haben doch auch Trecker gebaut, ne? Ja. Panzertrecker und dann Autos. Panzer auch? Ach ja, stimmt. Tiger und alles ist ja Porsche. Nee, alles ist nicht Porsche. Ist Henschel. Aber da gab es einen anderen, so einen Porsche. Aber der Motor. Ui, da fährt der Bibel aber jetzt weit vor. Ich? Ja. Ja, ich habe irgendwie da keine gescheite Position gefunden. Da hinterm Hügel. Kann ich mit Fernglas drüber gucken? Der PKV-85 da vorne stirbt bestimmt gleich. Martin, dein Panzer hüppelt aber bei mir auch bloß hin und her. Echt? Ja. Da kommt schon einer. Ja, setzt du keine Federung. Setzt du keine Federung. Weißt du, ist da die Uferstraße hochgefahren? Hast du gesehen, Radeberger? Ja, ja, ich stehe da einen. Ich weiß nicht, ob das schon eine Frack ist oder... Ist ein Frack, ja. Da sind gerade zwei noch vorbeigefahren. Nach oben? Ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr, wenn ihr euch ein Deck erstellt, was ihr benennt, keine Punkte mehr dazwischen setzen könnt? Ja. Habe ich gestern festgestellt. Völliger Bullshit. Ja, vor allem hatte ich noch Decks mit Punkte drin. Ich dachte, sammeln bin ich zu blöd, einen Punkt reinzusetzen. Aber ja, das gleiche Problem hatte ich auch. Kaijin muss sparen. Die sparen jetzt erstmal an den Punkten. Da gibt's keine Striche mehr. Der Kaijin. Panther bei D4. Der steht hinter der Säule, oder? Ja, hinter dem Stein. Bei diesem Bunker. Kommen aber nicht ran mit der Kanone. Dann oben... Steht hinter dem Monument, steht einer. Würde ich behaupten, da schießt es jedenfalls. Ja klar, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant. Einen Jagdpanther haben wir voraus. Am Strand.
Aha, also ich kann Briten nicht klatschen. Die klatschen mich bloß. Hochinteressant. Ist doch immer die Karte runter. Merkt man das nicht wegen dem Felsen? Meine Herren, wir haben es ja auch nicht leicht. Wir sind 5-3. Dritter. Eko hat mir 5-3, mich hat gerade der Comet rausgeholt. Dich hat ein Dritter abgeschossen? Mhm. Mich auch. Und ich habe den dreimal beschossen und bin abgeprallt an der gleichen Stelle, wo er mich durchschießt. Der hat doch aber gerade woanders hin geschossen. Das ist der Raibul-Effekt. Danke. genau das, danke. Wenigstens einer, der mich versteht. Und da steht eine Su-85 von uns auf der Straße oben. Geht die und reagiert nicht, wie die mich abschießen. Geht bloß da und klotzt. Oh, ich hab mal da ein bisschen Ari reingeballert. Der IS-2 ist im RB-60, gell? Oh, die sind fast in unserem Spawn hier. Mit irgendwas. Ihr wisst aber schon, dass ihr zwei kommen jetzt in eurem Nacken stehen habt, ne? Nö. Oh, ja, die zerwichsen mich, die haben mich jetzt gerade schon wieder zerwichst. Die stehen direkt hinter euch. Die stehen im Spawn, Leute. Oh, einer von mir. Strand und einer am Norden vom Süden vom Spawn. Ich bin raus. Ein Panda vor mir. Ich habe die beiden Kameras rausgenommen. Panda habe ich. Boah, die zerwichsen dich im Spawn. Habe ich doch gesagt. Ja, was willst du da machen, ne? Ich habe ja noch eine Su 152. Dann schau dir mal am Strand. Bevor mich der Tiger wieder zerlegt. Typhoon MK1 ist Rakete, oder? Ja. Mhm. Boah, was für ein Kackteil. Wer ist denn der Letzte, der noch drin ist von uns? Oh. Der steht da oben auf dem scheiß Dings. Jetzt wo ist bei uns? Oh, da... Geh ein. Oh, ich krieg da meine Kanonen. Beschädigt, ein Tiger. Läuft den nicht. Komm ich hier nicht weg. Bitte. Ja, direkt am Spawn. Wo ist denn das hier? Also ich will mal oben spawnen, besser. Ja, ich bin am Strand gespawnt und da ist ein Tiger oben, aber ich krieg der Tiger Kanone nicht. Tiger habe ich getroffen, aber ne. Eine SU war es, wo mich abgeschossen hat. Der zerlegt mich hier mit dem MG, das kann gar nicht sein, ey. Also Martin vor dir kommt da angeblitzt. Wo? Da kommt jetzt ein Tiger. Panzer 2. Dark Panda direkt am oberen Spawn auch noch. Habe ich gekrittet und noch an irgendeine Flak. Also kann ich mir einsteigen. Vom Promet abgeschossen worden. Und wieder ein Flugzeug, das mich rausgenommen hat heute Abend. Ist das nicht geil? Ja. Ich werde heute nur von Flugzeugen rausgenommen. Na, mir nehmen ja die ganzen Tote weg, wo wir mit Panzern getötet werden. Was sind die, wo du mal mit Flugzeugen spielst? Bis gleich.
wo die hier schon überall stehen. Ich klach mich hier weg so langsam. Auf dem Stein dort oben, ne? Ach, die stehen überall. Und dann noch in Luft. Das heißt, das ganze Team hier wieder voll von Versagern gewesen. Nichts anderes. Rechts von der Panther steht gerade quer ab. Der ist nicht mehr. Ja, sicher, ich werde von... Na klar. Ey, da... Fährst ein T-34 und wirst... Das ist Wahnsinn. Fährst du ein T-34, halten die Dinger nichts aus. Fährst du gegen Gegner... Kannst du nichts dagegen... Kannst du nichts gegen zu machen. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ja, genauso habe ich mir das gedacht. 1, 2, 3, 4, 5... Ach, so viele Leute mit gar nichts. Was haben wir? 5.3, gell? IS-2 nix gerissen, T-44 nix gerissen, T-44 122 nix gerissen. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle im RB suchen, wenn die mit den Panzern nicht mal irgendwas hinbekommen. Das siehst du ja an den Punkten, die bekommen haben, ne? Die sind irgendwo um die Ecke gefahren und haben sich wegschießen lassen. Alles, was da unten ist, so bis 1, 2, 3, 4, 5, die untersten 6 Plätze wenigsten. Einfach irgendwo hingefahren und haben sich wegschießen lassen. Das ist alles, was die hingekriegt haben. Tja. Zurück zum Hangar. Und damit bauen sie Flanken auf. So, jetzt habt ihr die beiden Gefechte gesehen. Ich denke, auch hier könnte man wieder ganz klar den Unterschied sehen zwischen AB und RB. Er ist gewaltig. Und vielleicht dem einen oder anderen sei hier auch an dieser Stelle noch gesagt, wer Probleme im AB mit den ganzen T-34-Kisten hat, der sollte einfach mal RB spielen, da halten die nicht ganz so viel aus, kann ich euch versprechen. Und immer schön ordentlich einen in den Turm reinklatschen, dann kann der auch nicht so schnell zurückschießen. Wir haben aktuell allerdings ein Problem, was das Erstellen von neuen Videos angeht. Und zwar dadurch, dass unsere Squad doch relativ gut spielt, ohne dass ich mich damit selbst loben möchte oder sowas, werden wir neuerdings gematcht. Das ist jenseits von Gut und Böse. Das fängt damit an, dass wir zum einen natürlich in einer Tour nur noch Low-Tier sind. Das heißt, mit einem 5-3er-Setup fahren wir gegen 6-3er-Panzer, mit einem 6-7er-Setup gegen 7-7er-Panzer. Wir können machen, was wir wollen, egal welche Nation, egal welches Battle-Rating. Wir sind mit unserer Squad, solange wir nicht selbst in 8-0-Panzern sitzen, Low-Tier. Kann man noch mit leben, haben wir auch in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass wir da noch einigermaßen was hinbekommen. Problem Nummer zwei ist jetzt allerdings, dass wir nicht nur Low-Tier gematcht werden, sondern wir werden auch noch mit Spielern zusammen gematcht, die, keine Ahnung, keine Spielerfahrung haben, ihren Account gerade eben bei eBay gekauft haben oder eventuell die Zugangsdaten zu irgendeinem Warsunder-Account auf der Straße gefunden haben. Zumindest spielen die meisten so. Ihr habt das jetzt gerade eben auch in dem RB-Gefecht gesehen. Sowas passiert uns seit gut einer Woche jeden Abend in jedem Match, dass wir, egal was wir machen, ob AB oder RB, nur noch mit Spielern zusammengematcht werden, die keinerlei spielerische Leistung abliefern. Und es ist extremst frustrierend, wenn man nach den ersten 5 Minuten mehr oder weniger schon alleine auf dem Gefechtsfeld steht. Da kann man mit 4 Mann nicht mehr viel reißen, vor allen Dingen, wenn alle anderen 16 noch da sind. Und dann kommen wir immer an den Punkt, wo man dann tatsächlich an den Spawnpunkten abgekämpft wird. Das ist auf Dauer nicht tragbar und macht auch keinen Spaß. Es gibt da verschiedene Diskussionen zu im War Thunder Forum. Ich glaube mittlerweile auch, dass der Matchmaker so ein bisschen die persönliche Leistung berücksichtigt und einem dafür auf gut Deutsch von hinten in den Arsch tritt. Genauso fühle ich mich nämlich aktuell. Das ist auch, wenn ich alleine versuche zu spielen, ich werde nur noch Low-Tier gematcht und habe ganz oft Leute dabei, die, keine Ahnung, gerade mal wissen, wie man den Panzer steuert und das war's. Ich finde das ein bisschen traurig. Es macht auf jeden Fall keinen Spaß. Deswegen werde ich in den nächsten Tagen hingehen und Archivmaterial für euch fertig machen und hochladen. Wundert euch also nicht, wenn das Videos sind, die schon ein bisschen älter sind, wo die Maus noch 7-7 ist und solche Sachen. Das mache ich einfach, weil ich in weiser Voraussicht schon vor Wochen immer mal wieder ein paar gute Gefechte an die Seite gelegt habe für irgendwelche Momente, wo ich ja Lücken habe.
bitte habt dafür Verständnis. Ich werde natürlich weiter War Thunder spielen, mehr oder weniger. Und sobald wir hier wieder einigermaßen gute Gefechte in den Kasten bekommen, dann werde ich euch die natürlich auch zeigen. Aktuell ist das leider Gottes nicht möglich. Ich bin jetzt hier seit 3, 4, 5, 6 Tagen total frustriert, weil wir wirklich nur noch auf die Schnauze bekommen. Und das nicht nur so wie in dem Gefecht gerade eben, sondern teilweise sogar noch schlimmer. Und es könnte sogar sein, dass hier in 12 Tagen ich erstmal mit War Thunder und Premium komplett aufhöre. Keine Angst, Material habe ich noch für 2 Wochen wenigstens. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock darauf habe, meine Freizeit so zu verbringen, wie das aktuell hier passiert. Ne? Das heißt, ich logge mich ein, wir bilden eine Squad oder wir fahren alleine und dann wird man nur noch mit Spielern zusammengepackt, die wirklich gar nichts können. Ich meine das nicht böse, die können sich auch Tutorials angucken und was dazulernen, aber viele wollen das ja gar nicht oder wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Und für mich ist das im Moment einfach nur ein Tritt nach dem anderen in den Arsch und es macht dann auch keinen Spaß mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre nicht mit YouTube-Videos auf, ich höre auch nicht mit War Thunder auf. Ich werde bestimmt, selbst wenn ich jetzt eine Pause einlege, das eine oder andere mal reingucken. Und sobald sich das hier wieder einigermaßen normalisiert hat mit dem Matchmaking, werde ich auch wieder mehr Videos produzieren. Deswegen entschuldigt bitte in den nächsten Tagen erstmal nur Archivmaterial, bis wir wieder etwas haben, was man euch auch zeigen kann. Ich möchte keine Gefechte hochladen, indem man nach den ersten 5 Minuten direkt am Spawn weggefrühstückt wird. Das ist für mich nicht schön und das ist für euch auch nicht schön. Sollte euch trotz allem das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wie gesagt, es geht weiter. Nur wie es weitergeht, kann ich euch noch nicht sagen und es werden ganz bestimmt keine 3 Videos die Woche werden, so wie es im Moment läuft. Richtet euch eher auf 2 Videos maximal ein. Ich hoffe, es hat euch trotz alledem Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Impleed.